Willkommen wieder zurück. Es geht weiter mit der Geschichtsstory, nämlich die Taten eines Schattens. Wir müssen zum Grund des Blutsteinschlunds reißen und die Ursache der Explosion untersuchen. Das heißt, wir gehen... Oh, das habe ich heute noch nicht gehabt. Das heißt, wir lassen uns jetzt mal fallen und sprechen dann diesen Bennett an. Bennett, gibt es Neuigkeiten über diese Kreatur, die eure Späherin ins Lazarett gebracht hat? Wir haben endlich Nachricht aus dem Abteihauptquartier bekommen. Nicht einfach, eine Taube lebend durch einen Magiesturm zu kriegen. Also die Beschreibung dieser Steinmänner entsprach einer uralten Waffe, die die Mossad und der Weiße Mantel vor dem Kraitanischen Bürgerkrieg verwendet haben. Man nennt sie Jade-Konstrukte und sie waren die wichtigsten Einheiten der Mossad. Schwebende Konstrukte? Klingt ein bisschen nach den Erhabenen. Das ist, weil die uralte Magie aus einer ähnlichen Quelle nutzen. Wenigstens vermute ich das zurzeit, Puba. Hat euer Rucksack euch gerade Puba genannt, Kommandeur? Lange Geschichte. Fahrt fort, Timmy. Die Timmy, wie immer frech wie irgendwie. Ist ewig her. Da teilten sich die Seher und die Mursad einen Haufen Informationen. Warum glaubt ihr wohl, sind sie alle so in der Schwebe? Und gibt es irgendetwas, das mich bei einem Kampf gegen diese Jade-Dinger am Leben hält? Wisst ihr noch, der magische Schutz, von dem ich euch erzählt habe, sollte auch gegen die Jade-Konstrukte wirken. Das ging zurück auf die Seher-Forschung, die Zinn, der Gründer von Ratanovus, im Kraitanischen Bürgerkrieg durchführte. Ich empfehle dringend, dass ihr das meistert, ehe ihr euch mit einem von diesen Jade-Brutalos auf irgendeine Zerschmettergeschichte einlasst. Okay. Viel Glück, gut. Tiny Ende. Werden wir machen. Also, der Blutsteinschlund birgt zahlreiche Gefahren, trainiert die Beherrschung Magie-Kontern, um euch die Fertigkeiten anzueignen, die ihr zum Überleben braucht. Ich gerate in Panik. Ich gebe es zu. Das ist ein Desaster. Jetzt nur nicht schwächeln, Soldat. Das hier ist auch nicht schlimmer als das, was wir hinter uns haben. Ihr macht Witze, oder? Seht doch, was die Jademänner mit ihr gemacht haben. Und all diese Magie. Viel zu viel. Was sollen wir nur tun? Immer einen Schritt nach dem anderen. Fürs erste Geld. Amen. Okay, die babbeln mir zu viel. Weiter geht's. Rekapitulation haben wir oft genug gemacht jetzt. Bei den Let's Plays von vorher. Machen wir jetzt mal nicht. Wie ist es euch ergangen seit dem Erlösungspass? Bla bla bla. So. Magie kontern. Wo müssen wir hin? Okay. Ernsthaft? Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Trainiert die Beherrschung Magie kontern. Beherrschung? Ah, hier. Cool. Also, wir müssen jetzt erst einmal eine Beherrschung mal wieder neu uns ergrinden, sag ich jetzt mal so. Die restlichen Erfahrungssachen war ja alle richtig töten und mehr nicht. Naja, mal gucken, ob das diesmal anders ist. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall, wenn es dann weitergeht, wenn ich dann die Beherrschung endlich mal besitze. So, mal an alle, die nicht wissen, wie man bei der Story die Taten eines Schattens die Beherrschung Magie-Kontern aktiviert. Und zwar, ihr müsst einfach nur das Heldenmenü mit H öffnen, dann geht ihr auf Beherrschungen, so wie eure ganzen Maguma-Beherrschungen. Genau, dann geht ihr hier unten auf uralte Magien. Der Balken wird sehr wahrscheinlich bei euch nicht gefüllt sein, weswegen eure Story auch nicht vorankommt. Ich habe jetzt die Magie-Kontern, diesen Balken aktiviert gehabt. Ganz normal, wie jede andere Maguma-Beherrschung oder Zentral-Tyria-Beherrschung auch. Einfach draufklicken und schon wird der ganze Balken bei euch hier unten eingespielt. Das Ganze habe ich jetzt so lange gemacht, hier unten aktiviert gehabt, bis der Balken voll ist. Das seht ihr jetzt auch hier. Jetzt einfach mal die Beherrschung verteilen. Und dann habt ihr Magie-Kontern bekommen. Dann könnt ihr auch eure Story wieder weiterspielen. Ich hoffe, euch hat es mal wieder geholfen. Abonnieren, kommentieren, wird hier eigentlich nicht nötig sein. Ist eigentlich nur ein, so ein Beifüge-Info-Video. Also, wir sehen uns bei den Guides. Tschö, Leute.
So, weiter geht's mit die Taten eines Schattens. Wir haben jetzt Magiekontern voll gemacht, jedenfalls den Balken. Ich verteile jetzt mal einen Punkt. So, und weiter geht's mit der Reise zum Grund des Kraters. Ich habe die Wegmarken eigentlich schon aktiviert. Das passt perfekt für die Story. Also weiter geht's. Einfach runterfallen lassen. So. Ist ganz schnell erledigt, das Runterfallen. Kennt jeder bestimmt, wenn einer hier in diese lila Explosionsbälle reingerät. So, die Taten eines Schattens fortsetzen wollen wir. Da scheinen magische Brandspuren zu sein, die in diese Richtung führen. Gut, also untersucht den schwebenden Raum. Machen wir natürlich. Nein, keine Lust zu kämpfen. Ach, scheiße, muss ich. Okay, alles klar. Machen wir ganz einfach. War ja klar, dass die Mesmerin mal wieder nervt. So, haben wir. Weiter geht's. Ihr merkt schon, ich liebe das Wort. Weiter geht's, weil es nicht so dynamisch ist. Oh Scheiße, komm ich da hoch? Komm ich da? Okay, es hat gerade noch so geklappt. Okay, wir sind jetzt in einem Raum hier. Mal gucken. Wer ist da? Cave. Ich bin's, Commander. Cave. Bennett sagt, er habe euch gesehen. Versuche herauszufinden, wieso sich die Explosion umgekehrt hat. Ey, kann es sein, dass es hier ein Ei-Podest ist? Seht euch diese Spuren an. Könnten die durch eine Magieflut entstanden sein? Kann sein. Sieht aus wie ein Ei-Podest. Glaubt ihr, etwas oder jemand steckte dahinter? Oder war es eine Naturkatastrophe? Das dürfte wohl kaum eine Naturkatastrophe gewesen sein. Ihr habt doch gesehen, was passiert ist, oder? Ich habe in letzter Zeit gelernt, dass auf meine Sinne nicht immer Verlass ist. Manchmal sind sie Verräter. Dieses Podest scheint der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen zu sein. Sehen wir uns mal um und... Das ist echt komisch hier, das sieht aus wie so ein Angriff! Ja, genau. Muss immer alles mit so einem Beben beginnen. Habt ihr das gesehen? Wow. Diese Blutsteinexplosion hat anscheinend eine Art magisches Echo ausgelöst. Ich konnte nicht genau erkennen, was da geschah. Lasst uns noch mehr Blutstein sammeln und schauen, ob wir das Ganze wiederholen. Ein klareres Bild kriegen können. Das könnte uns vielleicht erklären, warum die Explosion sich umgekehrt hat. Okay. Untersucht das Gebiet mit Cave und sammelt gestärkte Blutsteinscherben. Wollen wir natürlich machen. So, einmal runter. Nur ein paar Waffen. Seid ihr da sicher? Weil die nämlich glühen. Okay, cool, war klar, ja, komm. Das nenne ich eine Top-Qualität. Ah, das kann ich auch, was ihr könnt. Das war unerwartet. Ich sage jetzt mal nicht, ich hab's euch doch gesagt. Wie seid ihr hier heruntergekommen? Ich war auf dem Rückweg aus dem Hallen, da sah ich die Explosion am Horizont. Da musste ich natürlich nachschauen gehen. Geh weg, du rotes Feld. In den Krater zu gelangen. Ihr müsst euch wie ein Schatten bewegt haben da draußen. Das ist meine Art. Ein paar Blutsteinstücke neben dieser Treppe. Was waren das jetzt gerade? Schätze, so würde jemand hier herunterkommen, um, naja, zu tun, was immer unser Test enthüllt. Ich schätze, ich wollte wirklich, es wäre eine Naturkatastrophe gewesen. Wollte gar nicht darüber nachdenken, dass jemand mit so viel Energie rumspielt. Ah, dieses scheiß Zelt. Ja. Gut. Nächste Scherbe. Cave, hier ich drüben. Ich habe diesen Eingang gar nicht gesehen. Junge, nervlos. Ah.
kleinen Mistviecher. Was hattet ihr im Hain zu tun? Ich habe den blassen Baum besucht. Wie geht es ihr nach Mordromos Tod? Angeschlagen. Was aber denn auf das? Auf dem Weg der Besserung. Nur noch nicht in der Lage, mir den erhofften Rat zu geben. Ich kann das nicht aktivieren. Hallo. Ist zurück zur eigentlichen Aufgabe. Diese Explosionen haben noch mehr Blutsteine freigelegt. Dieses Stück Papier scheint von der Zerstörung fast verschont geblieben zu sein. Es sieht aus, als hätte jemand sich während einer Unterhaltung Notizen gemacht oder eine kodierte Nachricht entschlüsselt. Lesen. Versuch Nummer 33. Völliger Misserfolg. Es kam der Befehl herein, dass die Produktion verstärkt werden soll. Es haben bald Ergebnisse vorzuliegen. Sonst was? Sonst setzt es was. Das Rumoren des Widerspruchs ist inakzeptabel für Fortschritte in zwei Richtungen gezerrt zu werden. Ich will die Sache durchziehen und nicht auf diesen neuen zwielichtigen Einfluss hinter dem Vorhang hören. Von wem bekommt dieser Justiziar überhaupt seine Befehle? Meine Loyalität wird hier zur Verantwortung. Vielleicht sollte ich fliehen, ehe es kein Entrinnen mehr von dem Riss gibt. Ich hasse es, meine Brüder und Schwestern vom Weißmantel zu verlassen, aber ich werde niemandem folgen, der sich nicht zu erkennen gibt und trotzdem mit Drohnen um sich wirft. Ein Zettel hat wohl in dieser Truhe die Zeit überdauert. Ich denke mir jetzt mal meinen Teil und sage euch jetzt nicht, der weiße Mantel. An wen ich ja jetzt gerade denke, wer das mit der Drohung sein könnte. Aber es lässt auch auf eine Spaltung ihrer Gruppe schließen und einen spaltenden Anführer, sicher Caudecus. Der Legatminister? Ich sollte wohl mal öfter wieder in Götterfels vorbeischauen. Bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Gut, nächste Scherbe. Das müsste wohl... Habe ich wohl gedacht, die letzte sein. Okay. Blutstein unter diesem Tisch. Schneller. Alter, nervt mich doch nicht. Fühlt sich gut an. Haben wir jetzt endlich mal diese Anomalie. Meine Güte. Kann ja nicht sein. Ha, der Magen, der hat gerufen. Oder eher gesagt, das war's eigentlich. Ihr wollt nicht wissen. Blutstein. Schwer okay. Zu glauben, was da die ganze Zeit praktisch vor unserer Nase passiert ist. Das sieht nicht gut aus. Oh jo. Ja, genau, Alter, was ist denn da das Problem? Ja, das ist gut. Ach, das ist die Signale, was da immer rumläuft. Den Blutstein schon stimmt. Ich hab das schon mal gesehen. Aber... Ei, geh doch mal weg hier. Ich fühle mich stark. Oh, komm. Gar nicht. Ah, bin ich so schlecht im Ausweichen? Das ist ja unglaublich. Ich habe zu wenig Energie.
Endlich. Moin. Hier. Hey, 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 hey. Für eine Blutsteinscherbe so viel zu tun. Sehr gut. So. Und jetzt? Ach du Scheiße. Überfall! Zurück! Zurück! Komm, locker. Was hatte ich auch anderes erwartet? Ganz Gefühl war schon immer perfekt. Seht ihr? Deshalb Hallo? Muss ich jetzt sprechen. Ich weiß, ihr seid mir noch böse. Und ihr habt jedes Recht dazu. Ich kann nichts ungeschehen machen, aber ich kann euch sagen, dass es falsch war, was ich getan habe. Und dass es mir leid tut. Meine wilde Jagd. Und dann Mordromos Stimme. Sie kämpften miteinander. Und manchmal wusste ich nicht mehr, was war. Ich war sehr verwirrt und mir war, als könnte ich niemandem trauen, außer mir selbst. Genau da hättet ihr euch auf eure Freunde stützen sollen. Versteht genau, du Olle. Ich wusste nicht, wer meine Freunde waren. Feinde, Freunde, selbst Raulein. Löwenzahn, du. Alles erschien grau. Ich wünschte, ich hätte euch vertraut, aber ich tat es nicht. Und jetzt ist es zu spät. Ich kann nur hoffen, dass ihr mir künftig irgendwann verzeiht. Cave. Oh. Ihr müsst jetzt nicht sagen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Eure Entscheidung gut bedenkt. Na schön. Dann sehen wir mal, ob unser kleines Experiment klappt. So. Ich will da jetzt hoch. Da, genau da. Nicht da hinten. Nein, hier will ich hoch. So. Wow, boy. Oho. Was war das denn hier? War der schnellste Flug seit langem mal wieder hier. Bereit? Ich setze ihre Magie frei. Und dann? Dann drücken wir Däumchen, dass wir das magische Echo auslösen, ohne dass es uns dabei in Stücke reißt. Kamehameha! Jetzt kommt so ein Ding darunter irgendwie. Also. Kamehameha! Boom! Oh. Also eine Anomalie. Alles klar. Was war das? Was ist passiert? Wo ihr gestanden habt, da war nur ein gleißendes Licht, das Magie verschlang. Hinter dem Licht waren Leute, die hatten weniger Glück. Diese Silhouetten. Sie müssen bei der Explosion verdampft sein. Oh. Wer hätte denn so etwas mit Absicht getan? Jemand, der gerade den Löwenanteil der Magie eines ganzen Blutsteins aufgesaugt hat. Könnte Kaudekus gewesen sein. Ich muss Kanach suchen und ihn warnen, falls er noch lebt. Wollen wir noch mal hoffen, dass dieser Kriegskram noch lebt? Gut. Kommandeur, seid ihr dort oben? Klingt, als sei jemand auf der Suche nach euch. Fliegen wir noch mal da runter. Hallihallo. Schön jetzt hier unten, ne? So ein Spaziergängchen. Morgen. Klasse, so ein Tag hier, ne? Ja, ich weiß. Okay, Kommandeur, weiter. Kanach hat uns befohlen, euch zu suchen. Minister Kaudekus ist in der Gegend. Er lebt. Ich muss ihm erzählen, was wir gerade mit angesehen haben. Zeigt mir, wo ich hin muss. Cave? Wisst ihr was? Ich denke, ich werde einen Moment bleiben. Mich ein wenig mehr umsehen. Seid ihr sicher? Wird es gehen? Schon gut, Kommander. Wisst ihr nicht mehr? Ich bin ein Schatten. Schatten. Ah. Und ich bin ich. Das ist gut. So. Also, die Taten eines Schattens abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns wieder bei den nächsten Stories. Genau. Und dann immer wieder kommentieren, abonnieren. Bis dahin. Tschö.